Wie bitte? Wie war das gerade? Ich bin ein Gott. Sie sind Gott. Ich bin ein Gott. Ich bin nicht der Gott. Glaube ich jedenfalls nicht. Nur weil Sie einen Autounfall überlebt haben? Wollt ihr jetzt irgendwas bestellen? Ich habe nicht nur einen Autounfall überlebt. Ich bin gestern nicht nur in die Luft gesprengt worden. Ich bin erstochen worden, erschossen, vergiftet, bin erfroren, aufgehängt, unter Strom gesetzt und verbrannt worden. Oh, tatsächlich? Und jeden Morgen wache ich auf ohne einen Kratzer am Leib, keine Schramme am Kühler. Ich bin unsterblich. Empfehlung heute sind die Blaubeerwaffeln. Warum erzählen Sie mir das? Weil ich möchte, dass Sie an mich glauben. Sie sind kein Gott. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Aus mir sprechen 12 Jahre katholische Schule. Ich kann Ihnen noch mal wiederkommen, wenn ihr noch nicht so weit seid. Woher wollen Sie wissen, dass ich kein Gott bin? Ach, oh, bitte. Woher wollen Sie das wissen? Weil das einfach unmöglich ist. Ich komme normal her. Doris. Das ist Doris. Ihrem Schwager Karl gehört dieses Café. Sie arbeitet hier seit ihrem 17. Lebensjahr. Mehr als alles andere auf der Welt wünscht sie sich, Paris zu sehen, bevor sie stirbt. Oh, und ob ich mir was das... Was soll das? Das ist Debbie Kleiser und ihr Verlobter Fred. Kennen wir uns? Sie wollten ursprünglich heute Nachmittag heiraten, aber Debbie hatte plötzlich Bedenken. Was? Zauberhafter Ring. Danke. Das ist Bill. Er arbeitet seit 3 Jahren als Kellner, seit er vom College weg ist und arbeiten musste. Er mag die Stadt, bemalt Zinnsoldaten und ist schwul. Ja, bin ich. Das ist Gus. Er hasst das Leben hier und wünscht, er wäre in der Navy geblieben. Ja, da hätte ich nach 20 Jahren bei halbem Sold in Ruhestand gehen können. Entschuldigen Sie bitte, ist das irgendein Trick? Vielleicht arbeitet der echte Gott ja mit Tricks. Vielleicht ist er aber auch nicht allmächtig. Vielleicht ist er einfach schon so lange da, dass er deshalb alles weiß. Gut, also schön. Und wer ist das? Das ist Tom. Arbeitete in der Zeche, bis sie dicht gemacht haben. Und das Sie? Das ist Alice. Ist aus Irland gekommen, als sie ein Baby war. Hat den größten Teil ihres Lebens in Erie gewohnt. Er hat recht. Und Sie? Nancy. Sie arbeitet in einem Modegeschäft und macht Geräusche wie ein Streifenhörnchen, wenn sie in Fahrt kommt. Hey! Aber woher kennen Sie all diese Menschen? Ich hab's Ihnen doch gesagt, ich weiß einfach alles. In ungefähr 5 Sekunden lässt der Kellner ein Tablett mit Geschirr fallen. 5, 4, 3, 2, 1. Oh Mann, stell das doch einfach irgendwo hin, bevor du es fallen lässt, ja? Das ist doch ein Freiwurf. Was ist mit mir? Kennen Sie mich auch? Ich weiß alles über Sie. Sie mögen Ihren Job, aber Sie wollten was Besseres als Kanal 9 Pittsburgh. Also das weiß ja wohl wirklich jeder. Sie lieben Schiffe, aber nicht den Ozean. Sie fahren jeden Sommer mit ihrer Familie an einen See oben in den Bergen. Da ist ein hölzerner Anlegesteg und ein Bootshaus, auf dessen Dach ein paar Bretter fehlen. Und früher, wenn sie allein sein wollten, haben sie sich da versteckt. Sie sind verrückt nach Strassschmuck und lieben französische Lyrik. Sie sind sehr großzügig. Sie sind freundlich zu Fremden und Kindern. Und wenn sie im Schnee stehen, sehen sie aus wie ein Engel. Phil, wie machen Sie das? Ich hab's Ihnen doch gesagt, ich wache morgens auf, Tag für Tag. Und zwar hier. Hier in Punxsutawney. Und es ist immer der 2. Februar. Und es gibt nichts, was ich dagegen machen kann. Wenn Sie mir aber immer noch nicht glauben können, hören Sie. In 10 Sekunden wird Larry durch diese Tür kommen und mit Ihnen wegfahren. Aber das dürfen Sie nicht. Larry? Bitte glauben Sie mir. Sie müssen mir einfach glauben. Na, seid ihr fertig? Wir brechen lieber auf, damit wir dem Wetter weglaufen. Was ist das? Damit wir dem Wetter weglaufen?